Herzlich willkommen, liebe Astrologiefreunde und liebe Freunde des Kochens mit den Sternen. Heute kochen wir für das Zeichen Zwillinge und dafür bin ich extra für euch nach Paris gereist. Paris ist sicher für jedes Sternzeichen eine ganz interessante Stadt. Paris, die Stadt der Liebe. Paris, die Stadt, in der immer was los ist. Und deshalb bin ich heute hier, nämlich extra, um für unseren neugierigen Zwilling was zu kochen. Die Grundenergie der Zwillinge, die lässt sich mit einem Wort zusammenfassen: Neugier. Zwillinge sind unglaublich neugierig auf alles, sind kommunikativ, beweglich und gerne unterwegs. Der klassische Städtetrip, also zum Beispiel nach Paris zu fliegen, das entspricht genau dem Zwilling. Ja, auch beim Kochen und beim Essen sind die Zwillinge aus der Grundenergie heraus vielseitig und neugierig. Und an dieser Stelle möchte ich wieder mal darauf hinweisen, wenn wir ans Essen und ans Kochen denken, dann schauen wir uns im Horoskop nicht so sehr das Sternzeichen selbst an, sondern den Mond im Horoskop. Und wenn ihr wissen wollt, in welchem Zeichen euer Gast seinen Mond hat, dann könnt ihr ganz einfach bei mir eine Horoskopgrafik bestellen. Für den vielseitigen und neugierigen Zwilling haben wir heute aus der Campingküche ganz was Besonderes gezaubert. Es darf nämlich auch eine Überraschung sein, es dürfen Geschmäcker sein, mit denen man nicht gerechnet hat. Und darum gibt es heute zwei verschiedene Salate und überbackenes Brot. Für den ersten Salat nehmen wir Tomaten, Paprika, eine Avocado und eine Handvoll Erdnüsse. Das Gemüse wird geschnitten und dann vorsichtig vermischt. Und das Besondere an diesem Salat ist das Dressing, das mit Pesto hergestellt wird. Also 2 Esslöffel Pesto mit einem guten Essig, einem guten Olivenöl verrühren und fertig ist der Überraschungssalat mit Erdnüssen. Für den zweiten Salat schneiden wir einen roten Paprika, am besten einen Spitzpaprika, eine Zwiebel und dann wird es ganz speziell, denn die Zwiebel wird leicht angeröstet, dann mit Kichererbsen vermischt. Das wird mit Salz, Pfeffer und Gewürzen abgeschmeckt und dann mit dem Paprika vermischt. Und wer es noch ein bisschen sättigender haben möchte, gibt noch gekochte Nudeln darunter. Serviert werden die beiden Salate dann mit überbackenem Weißbrot mit 2 Sorten Käse. Und das Rezept zum Nachkochen, das gibt es wie immer auf meiner Website astro-kochbuch.de. Wir sehen uns dann wieder in 2 Wochen. Am Sonntag um 20.15 Uhr auf dem Facebook-Kanal von Coworking Salzburg. Vorher gibt es aber noch kommenden Donnerstag das SEO-ABC mit Sonja Schweighofer und am Donnerstag die Woche drauf dann wie üblich die Good News Wochenschau aus dem Coworking Salzburg. Ich freue mich schon sehr, wenn wir uns wiedersehen in 2 Wochen hier am Kanal von Coworking Salzburg um 20.15 Uhr. Bis dann!